Ich hoffe, meine Mutter. Es ist 20 Uhr 38. Ich habe keine bessere Zeit gefunden, als das Video jetzt zu drehen. Ich spuck gerade voll. Diesmal mit keinem Intro, keinem behinderten Intro, weil ich Halsschmerzen habe. Ja, muss die ist auch mal krank. Sonst wisst ihr ja ganz genau, wie ich eigentlich schreien würde. Oh! Ah! 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 Kamera hat sich bewegt, tut mir leid. Heute mit einem Video. Ja, mit einem Video. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt schon die Dislikes und die Kommentare von wegen du. So, lass Lukas in Ruhe, Walla, Pila, spannende Haus und f*** deine Mutter! Okay, ich erkläre es jetzt nur mal für die ganzen Kinder. Oh mein Gott, ich hab's immer noch. Das ist von meinem alten Format Catch the Faker. Ich nehme mir jetzt nur diesen kleinen Teil raus für die ganzen Kinder jetzt, die Lukas-Fans sind. Wenn ich mal beleidige oder den Influencer jetzt in diesem Falle auf die Schippe nehme, sollte dies niemals ernst genommen werden. Beleidigungen werden außerdem zensiert, damit auch die jüngeren Zuschauer zuschauen können. Und natürlich, dass mein Video nicht entmonetarisiert wird. Obwohl, wird immer noch entmonetarisiert. Mein letztes Video war einfach nur ein ganz normales Bonflip oder besser gesagt Leo-Video. Das wurde einfach komplett entmonetarisiert. Dich YouTube. Scheiße, ich muss zensieren. Nochmal, dich YouTube, du und so. Heute geht es um Lukas Rieger, wie ihr schon im Titel lesen konntet. Das Ding ist, ich hatte nie was gegen den Typen so richtig, ne? Aber vor kurzem hat er einfach so ein Instagram-Video rausgebracht, wo er rappt. Kann diesen Menschen mal jemand erklären, dass Singen nicht direkt bedeutet, dass du auch rappen kannst? Das sind zwei verschiedene Welten. Das ist so wie Baklava und Suppe. Kannst du nicht zusammenmischen, weißt du, was ich meine? Egal, wir gucken uns jetzt dieses Instagram-Video an, wo er rappt. Oh. Wir müssen dazu erwähnen, dass er 1,8 Millionen Abonnenten auf Instagram hat. Also er hat eine sehr große Reichweite. 1,8 Millionen Abonnenten unverdient. Unverdient, weil ich finde seine Musik nicht gut. Ich finde Mike Singer gut. Er hat wenigstens eine Stimme. Bei Lukas, ich höre da etwas raus, aber ist jetzt nicht gut. Also meiner Meinung nach, er kann etwas singen, aber nicht für diese Größe. Also diese Größe ist unverdient, sag ich nur so. Und ich bin nicht irgendwie eifersüchtig, also auf keinen Fall. Juckt mich doch überhaupt gar nicht. 1,8 Millionen Abonnenten oder jetzt, wie bei meinem Falle, fast 200.000 Abonnenten. Das Ding ist, wenigstens habe ich nicht so inaktive Abonnenten. Du machst gerade noch 50.000 Likes auf einem Bild, Digga. Und du hast 1,8 Millionen Zuschauer. Das ist, keine Ahnung, wie viel Prozent. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin nicht gut in Mathe. Little Freestyle. Warte, warte. Wir versetzen uns mal in seine Lage, okay? Little Freestyle. Ja. Bin grad in Pari, fahr nur Ferrari. Guck wie sie aussieht, wie eine Barbie. Sie will nach Bali, ich nenn sie Mami. Und wenn sie nach Hause kommt, will sie nur Papi. Hatte gerade ehrlich Mami auf Papi gerappt. Warte kurz, ganz kurz. Du willst mir sagen, der Typ hat 1,8 Millionen Abonnenten und rappt, also besser gesagt, reimt Mami auf Papi und macht am Ende noch den hier, Digga. Nein! Nein, kannst du nicht machen, nein! Ich habe meinen Kommentar jetzt abgegeben, das ist kein Rap, Bruder, das ist gar nichts, Mann, das ist einfach nur, du hast gerade Kapital beleidigt, Mann, du hast seinen Hintergrundsong benutzt, jetzt der arme Walla Bila, er dreht sich im Grab um. Wir lesen jetzt auf jeden Fall ein paar Kommentare von Leuten, die es nicht gut finden. Digga, das ist cringe, Alter, piss dich mal. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt kein Kommentar, wo man Kritik abgibt, das ist, ja, das ist sehr schade. Wie gesagt, ich finde einfach, du bist Pop. Und das ist Rap. Weißt du was, Alter? Und du versuchst dich so dahin zu bewegen, weil gerade Rap wahrscheinlich im Trend ist und du wahrscheinlich gerade mit deinen Aufrufen sehr runtergehst. Also das ist nur meiner Meinung nach. Also ich habe noch nie irgendwie einen Rapper gesehen mit so einer Stimme. Also das ist dann diese Allmann-Stimme, dieses Hey, oh, wie kann man mit so wenig Talent so berühmt werden? 2269 Likes. Das Ding ist auch, zurzeit er startet eine Tour, okay? Da kommentiert eine Zuschauerin, wieso verlangst du so viel Geld von deinen Fans? Bedenke mal, du hast so viel gerade, die mal 12 oder so sind. Woher sollen die 200 Euro und dann noch extra für Basic 50 herbekommen? Du übertreibst es so krass und so bekannt bist du auch nun wieder nicht. Denk mal bitte darüber nach. 250 Euro, um dich für 3 Minuten zu sehen. Gib 367 Likes. Nur um das jetzt ganz kurz zu erklären. Er startet eine Tour. Man wird wahrscheinlich in der Kurve komplett eng so eingequetscht von locker über 300 Menschen, 400 Menschen, weißt du, Schweine? Für 50 Euro, nur damit du Lukas Rieger auf der Bühne siehst, wie er sagt: Fahrrad, Ferrari, Mami, Papi, ja, Mann. Ich bin Lukas Rieger, lutsch mal. Ich sag euch mal so: Für 50 Euro, Wallabila, ich kann mir so ein geiles Outfit von H&M kaufen. Ich schwöre es dir. Aber jetzt kommt die. Wie heißt das? Sahne auf der Torte oder.
Kirsch auf die Torte. Ja, doch, sowas ähnliches. Ich bin Ausländer, ich habe keine Ahnung von sowas. Man kann mit ihm in einen VIP-Raum. Man kann einfach für 3 Minuten oder so mit ihm chillen. Ich habe so gehört, für 3 Minuten, glaube ich. Jetzt rat mal, wie viel das kostet. Alleine für 3 Minuten oder so, ich weiß es ehrlich nicht, vielleicht auch länger, mit Lukas Rieger zu chillen. Wie die es geschrieben hat, 200 Euro. Also lieber Lukas, ich sag dir mal so, wir sind auch Teenager, also wir sind so wie du jetzt Teenager, ne? Du bist jetzt 18, ne? Und da gibt's auch jüngere Zuschauer, die sind gerade mal 12 oder 13, weißt du, was ich meine? Ich wollte dir nur sagen, dass keiner Geld kackt, so wie du. Also die kacken nicht irgendwie Geld oder so, die müssen entweder hart dafür arbeiten oder deren Väter müssen bei Baustieren, keine Ahnung, wie viele Tage deren Arsch aufreißen, um so viel Geld zu bekommen. Ja, und dann nur ganz kurz 3 Minuten mit dir zu reden. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie das da ist, Digga. Du setzt dich da hin, da steht Lukas vor dir. Oh mein Gott. Was geht ab, meine Fans? Yo, you know what I mean. Lukas, setz dich hin. Oh mein Gott, Lukas. You know what I mean. I love all my fans, you know what I mean. Geht's dir? Oh mein Gott, Lukas, ich bin so froh hier zu sein. Mach mal kurz deine Freunde. I love all my fans. You know what I mean? Scheiß auf das Geld. Ja. Denn ich bin heute dein Held. Wer wie? Weil 250 Euro. Genau, ja. Ich mag deine Musik. So. Ich meine, es sind 200 Euro, ja, aber es ist nichts Besonderes im Gegensatz zu dir. Ich meine, ich habe seit genau 2 Wochen nicht gegessen, weil ich mein Essen spare. Ich habe nochmal extra zu meiner Mutter gesagt, sie soll... Mensch, Lukas, hörst du mir überhaupt zu? Oh, I'm so sorry. Keep going. Auf jeden Fall habe ich seit 2-3 Wochen nichts gegessen, nur damit ich halt Geld spare, nur um hier zu sein. Ich habe meinem Vater das Geld geklaut, was er von der Baustelle bekommen hat. Und ja, jetzt bin ich hier und... Es gibt nichts Besseres. Ey, hast du Bock, ein bisschen Freestyle so? Ja. Yeah. Oh! Oh mein Gott, er ist so geil. Bitte lass mich deine Sch**e durch. Bitte. Ha! Ich komme in dein Haus. Du siehst mich nicht, denn ich bin wie eine Maus. Oh mein Gott. Und dann zieh ich dich aus. Na, scheiße, die ist 13, oder? Fuck, Digga. Ich habe sogar gehört, dass nicht mal Shawn Mendes so viel Geld für einen VIP-Besuch verlangt hat. Oh mein Gott, no joke, aber das ist schon eine Beleidigung gegenüber Kapital. Bitte hör auf, das tut weh in den Ohren. Danke, tschüss, schönen Tag noch. Das habe ich gesagt, Digga. Die hat einen langen Kommentar gefasst, das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Ich lese es einfach random. Also erstmal, geh erstmal zum Friseur und lass deine Haare schneiden. Facts. Zwei, hör auf mit Deutschrap, BC, das hört sich bei dir behindert an. Ich glaube, because oder so. Drei, wundert sich nicht, wieso... bei deinen Kommentaren so gut wie nur Hate steht. Okay, ja. Deine VIP-Tickets sind teurer als die VIP-Tickets von Shawn Mendes. Also heul dann nicht rum, wenn niemand ein 250-Euro-Ticket kauft. 250 Euro. Bitte stell dir mal jetzt vor, was du für 250 Euro gekauft hast. Bitte stell dir mal vor, wie lange jetzt dein Vater arbeiten muss für 250 Euro. Und ihr 12-Jährigen, wollt von meinem Vater diese 250 Euro nehmen, nur für so einen Typen, um ganz kurz mit ihm zu reden, der dann wahrscheinlich zu euch sagt, Mami, Papi oder so, auf so eine Scheiße reimt, Digga. Nein! Ich habe so lange meine Presse zugehalten. Wisst ihr warum? Weil er ist ein guter Freund von 3 Influencern, mit denen ich befreundet bin. Wisst ihr, ich meine, ich will jetzt keinen Namen erwähnen, aber doch, ich muss später einen Namen erwähnen. Scheiße. Er hat, glaube ich, einmal meine Story angeguckt und ich hatte das gepostet. Der hat, glaube ich, zu dieser Zeit nicht gerappt oder so. Ich hab gar nichts von ihm mitbekommen. Allgemein, ich habe ihn auch nicht verfolgt. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob er schlecht ist oder gut ist. Jetzt weiß ich ja, untalentiert. Ich dachte mir, wieso guckt er meine Story an? Dann habe ich später realisiert, ich chille gerade mit Arian. Arian ist jemand, der bei seinem Management ist. Also, Arian ist jemand, der für mäßig Lukas arbeitet. Sagen wir mal so, kann man so sagen, Management. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte da sogar, glaube ich, mehrere Abonnenten. Aber zu dieser Zeit habe ich das Video gedreht. Irgendwas mit... um 3 Uhr nachts in verlassene Fabrik mit Adrian und Luis und Dennis war das. Ein Tag davor oder ein Tag danach, ich kann mich nicht mehr erinnern, wollten wir noch ein Video drehen vor Adrian. Ich glaube, es war ein Tag danach. Da hat Adrian einen Anruf von Lukas bekommen. Er hat dann gesagt, ey, das ist Lukas, seid mal kurz leise, ne? Dennis und Luis waren zu dieser Zeit irgendwo anders, also die waren weiter hinten. Und Adrian hat dann einfach angenommen, hat sich nichts Böses gedacht und hat dann Lautsprecher gemacht, ne?
Genau dann hat irgendwie Lukas irgendwas gelabert mit, ey, was postest du solche Opfer in deine Stories oder so, ne? Ich glaube, er hat sogar gesagt, was pushst du diese Opfer in deiner Story? Also irgendwas so hat er jetzt gesagt, ne? Adrian hat dann natürlich direkt so diese Lautsprecher ausgenommen und hat selber mit ihm geredet, ne? Ich habe ihn dann nochmal extra gefragt, ey, meinte er mich? Adrian hat dann gesagt, ja, kann sein. Dennis ist dann von der Ecke gekommen und hat mich dann gefragt, so, ey, was hat der gesagt? Oder ey, was passiert? Ich, als ein guter Kollege allgemein, ich bin so ein Mensch, ich kann Sachen Menschen nicht so direkt ins Gesicht sagen, ich mag es allgemein so auch nicht. Ich habe ihm einfach gesagt, egal, Bruder, vergiss es, scheiß drauf. Und ich wusste auch, er meint ihn dabei auch. Auf jeden Fall, ja, das war schon mal meine erste Erfahrung mit Lukas Rieger. Er hasst mich, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich habe einfach nur mit einem Kollegen oder besser gesagt mit jemandem gechillt, der bei ihm arbeitet, Digga. Kontrollierst du sein Leben? Musst du ihm sagen, ey, push solche Opfer nicht, Digga. YouTube Deutschland 2018. Leute sagen dir, befehlen dir, mit wem du chillen sollst und mit wem du Videos machen sollst. Ich mein Leben. Für die ganzen Leute, die ich immer noch nicht überzeugen konnte, dass dieser Typ einfach nicht singen kann und die Töne einfach nicht trifft. Im Internet habe ich ein paar Jungs gefunden, die Töne wirklich viel besser treffen können als er und trotzdem viel, viel weniger Abonnenten haben als er. Ich werde jetzt in die Ecke schreiben, wie viel Aufmerksamkeit diese Personen bekommen im Gegensatz zu Lukas, der mit über 1,8 Millionen Abonnenten auf Instagram nicht mal ansatzweise an diese Sänger, die gerade mal vielleicht ein paar Abonnenten auf YouTube haben, rankommt. My sunrise on the darkest day. My sunrise on the darkest day. Made me wanna savor every moment slowly. 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 The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Just one thing I need. All I want for Christmas is you. Baby, all I want for Christmas is you. Make my wish come true. Make my wish come true. But I know that I make it all up. But I know that I'll make it out loud. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. You watch me bleed until I can't breathe. I'm shaking, falling onto my knees. Cause now that I'm with a shocking, I found a love for me. For me. Well, I found a girl. Well, I found a girl. Yes, we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Your heart is all I know, and in your eyes you're holding mine. No matter if tears in my eyes say I won't cry for you. No matter if tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, oh no. With every breath that I take, I want you to share that air with me. I want you to share that air with me. Ihr könnt jetzt von mir aus auch das Video disliken, ist mir jetzt scheißegal. Begründet aber wenigstens, warum ihr diesen Typen supportet und was er besser kann als die anderen Leute, die einfach keinen Erfolg haben. Wer jetzt disliked, aber nicht begründet, ist ein Sohn. Ich zensiere das, ich weiß. Sohn. Snapchat, Instagram. Schau es vorbei. Ich warte ganz kurz, damit es weggeht. Abonnieren nicht vergessen. Ist weg? Okay, ciao. Oh, 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 oh,
time is so long, so bad. Oh, oh, oh. Hey. This time is so long.